fokussieren wir uns wieder auf die wichtigen Dinge im Leben. Und viel zu früh für einen arbeitslosen Influencer. Spaß. Oh, ich darf mich ja noch gar nicht vor den Spiegel stellen, dann verrate ich ja schon zu viel von der endgültigen Diätform. Deswegen schnell weg hier. Aber wir beide, wir haben heute Morgen jetzt noch ein Date. Boah, hab ich mich da lange drauf gefreut. Super, in den Shirt sehe ich aus, als würde, hätte ich noch nie trainiert. Wie sieht das denn aus? Hat sich das 4 Monate Diäten auf jeden Fall gelohnt. Bevor es dann endlich losgehen konnte, habe ich natürlich meine Supplement-Routine noch durchgezogen. Also wie immer alle Mineralstoffe, dazu noch Kreatin und natürlich ein Proteinshake am Morgen. Ich habe mich da so lange drauf gefreut. Und damit die unten beim Frühstücksbuffet nicht denken, ich bin komplett durchgedreht, weil ich hier mit 1,5 Kilogramm Kelloggs ankomme, fülle ich mir das jetzt vorher hier in den Shaker. Ich war damals der größte Smacks bzw. Kellogg's Feinschmecker. Ich habe jeden Tag, als wäre es eine normale vollwertige Mahlzeit, jeden Tag bestimmt 200-300 Gramm Kellogg's gegessen. Boah, mich den Geruch schon vernehmen. Ich begehe jetzt die Todsünde. Erst Milch und dann Kellogg's. Jawohl. Vor allem zum Ende hin der Diät habe ich wirklich auf Zucker verzichtet und das war wirklich für mich wie ein Traum. Fühlt sich ein bisschen an wie Klassenfahrt. Jetzt erstmal in den Bus und dann zusammen zur Jugendherberge. Hallo, good morning. Oh. I'm going to drive you to hell today. Genetico, show me your face, Mr. H. Jetzt Trizeps. Das ist Trizeps. Ja, Trizeps. Musculus maximus after. Try it. Quadriceps. And latissimus. Jetzt rectus abdominis. Let's check. Oh, very good, my son. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo man sich sorgen muss um die maximale Achslast des Busses. Hier ist 5 Tonnen reine Muskelmasse drin. Schau. Ich bin mal gespannt, ob das Teil gleich rollt. Alter Schwede, wie sieht das denn aus? Jetzt gleich tritt hier Bring Me The Horizon auf oder ist das eine Messe? Heute Morgen habe ich versucht zu kacken, hat gar nicht geklappt. Das Durchfallproblem ist ebenfalls an meiner Seite. So, jetzt kriegen wir unseren persönlichen Betreuer. Ach, das finde ich so unangenehm. Ja, das ist mir sehr unangenehm tatsächlich. Ich glaube, die Person wird eher Freund als Betreuer. Das ist mein Vorhaben. Moin Meister, schön dich kennenzulernen. Dich auch. Wie heißt du? Nati. Nati. Ja. Nachdem wir dann Nati begrüßt hatten, ging es erstmal Richtung Backstage uns anschauen, wo wir uns zurückziehen können, wenn wir dann mal ein bisschen chillen wollen. Und sieht man, was hier für Pumpe ist. Extra richtig viele Spiegel, damit man sich auch gut selber betrachten kann. Natürlich wurde auch an die Schönheiten gedacht. Jetzt muss erstmal das wichtige Equipment gecheckt werden. Junge, wie geil ist das denn? Aber ich muss mich natürlich jetzt noch ausziehen, weil ich habe gehört, wir müssen diese T-Shirts nicht tragen. Jetzt wird gedroppt, jetzt das richtige Outfit für heute. Jetzt können wir die Diätform blitzen lassen. Und? Sieht gut aus. Ich gleich bevor es unter die Leute geht, erstmal aufpumpen. Ich fühle mich wie Angela Merkel, der Kanzler. Junge, Alter.
Also ich bin ehrlich, wenn ich jetzt nicht hier in dieser Influencer-Position wäre, dann wäre ich hier als Kunde, glaube ich, echt gerne. FIBO und so finde ich auch immer geil. So Messen allgemein, Gamescom überall am Start. Sollen wir Mario mal auf den Kopf rotzen? Mario, dich will eh keiner sehen. Ja klar, mein Meister. Und dann gingen die Fotosessions los. Ein Foto nach dem anderen, das hat mich extrem gefreut. Für mich immer noch ein unbegreifliches Gefühl, wie man jemanden wie mich feiern kann. Gar nicht abwertend gemeint, aber ich sehe mich eigentlich in dieser Position gar nicht, weil ich sogar vor ein paar Jahren mich auch noch genau auf der anderen Seite gesehen habe. Er nennt sich selbst die genetische Nummer 1. Ich habe Angst, hallo. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Und dir? Du, ich bin heute auf der Suche nach den dicksten Waden. Bitte nicht anschauen. Willst du auch was trinken? 42 cm. Jawohl. Also als genetische Nummer 1 hätte ich jetzt erwartet, dass du die 53 cm locker schlägst von deinem Kollegen, den du gerade noch, mit dem du gerade noch gequatscht hast. Der hatte nämlich satte 53 cm. Ja, aber auf 1,60 ist das schwer. Stimmt ja. Er ist ja nur 1,60 groß. Hab ich ganz vergessen. Immer ein 42 cm Wadenumfang. Ich sag ehrlich, ist okay, oder? Mit der Definition? Ist okay. Der Boxautomat, ihr wisst ja, das ist der einzige zuverlässige Indikator dafür, wie stark jemand ist. Deswegen habe ich mir jemand ganz Besonderes rausgesucht. Wir battlen uns nämlich jetzt im Boxmaschinenschlagen. Ach so. Auf geht's, wir gehen dabei. Ich glaube aber, dass die anders messen, die Automaten, weil bisher hat noch keiner 900 geschlagen und die schlagen alle richtig hart. Okay, wir machen direkt einen Dreierkombi. Du musst nicht Geld einsetzen. Erstmal Geld eingesetzt. Komm raus! Jawohl, das ist klar. Danach ging es dann sofort zur Hauptbühne, um da ein paar ESN-Sachen in die Menge zu werfen. Jetzt geht's zum nächsten Fotopoint. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber währenddessen ist leider das dicke Armwrestling-Duell Leonidas gegen Larry Wheels. Ey, und die brennen richtig. Gänsehaut, ne? Kevin, sag uns ganz kurz, was ist passiert? Beide Athleten sind auseinandergerutscht, deswegen gibt es jetzt das Strap-Match. Das ist halt so krass, bei diesen Kräften können die Handgelenke teilweise gar nicht standhalten und dann rutschen die so richtig merkwürdig raus. Und jetzt wird da auch das Band umgelegt. Ihr seht das, da wird noch ein Band zusätzlich umgelegt, damit die noch besser zusammenhalten können. Ich hab mir ja geschworen, ich mach Armdrücken nicht mehr, weil nach der letzten Armdrücken-Session hatte ich 2 Monate Ellenbogenbeschwerden. Junge, Junge. Jawohl. Digga, was war das denn? 3-0. Der letzte, das war so eine Humiliation. Er war ganz weit hinten und dann macht er einfach BAM. Feierabend. Also es ist krass. Es ist absolut krass. Ich kann es noch immer nicht begreifen. Stand er jetzt eine Stunde. Es hat sich einerseits wie 5 Minuten angefühlt, aber andererseits auch wie 5 Stunden. Ich habe übertrieben Hunger und wir gehen jetzt gleich jetzt erstmal was Schönes essen. Ich habe gerade schon den ersten Bissen gehabt. Ich sag's euch, wie es ist, diese Bowl. Alter. Es tut so gut. Kalorien. Jetzt ist die Diät quasi vorbei und ich esse weniger als in der Diät. Alter Schwede, Junge. Ist da unter dem Muskelanzug eigentlich auch noch ein Mensch? Guck mal, Johnny ist ja schon stabil. Was ist er? Ja, ich wollte gerade sagen. Boah, guckt euch das an, Leute.
Wer ist denn dieses Kind neben ihm? Ach so, das ist Johnny. Es hat sich mittlerweile hier eigentlich fast alles geleert. Du kannst einmal kurz einen Rundblick. Das ist fast over. Und ich würde sagen, das Wichtigste darf nicht fehlen, ein Post. Ich brauche jetzt Rammstein-Musik, komm ich auch wie The Beast. Now from Frankfurt, Germany, please welcome competitor number 6, Marcus Ruhl. Angekommen im Hotelzimmer, absolut fertig, aber der Abend ist ja noch jung. Wir haben erst 19 Uhr, das bedeutet, es ist Zeit für Cocktails bzw. ein richtig geiles Essen und dafür geht's jetzt erstmal in die Stadt und wir müssen es natürlich dementsprechend schick machen. Pass auf, ich bin übelst Transition-Typ. Bin ich drauf hier? Achtung, seid ihr ready? 3, 2, 1, zack und schon bin ich angezogen, so schnell geht das. Heute komplett all black außer Socken und jetzt gehen wir mal Wiesbaden unsicher machen. Ich bin mal gespannt, ob es da alkoholische Getränke gibt zur Feier des Tages. Also, auf geht's in die City. Wir als Stadtkinder haben uns jetzt hier so einen E-Roller gemietet. Für die meisten wahrscheinlich absolut unspektakulär. Für uns auf jeden Fall definitiv ein Highlight. Damit flitzen wir jetzt in die Innenstadt und dann kann es losgehen. Here I am on the road again. Jetzt immer die Qual der Wahl. Wir suchen ein Restaurant und werden hoffentlich eins finden. Das Geile ist, ich habe mir ja wirklich vorgenommen, Ende der Diät. Das bedeutet, es gibt quasi kein Tabu heute. Wobei ich gar nicht so krass auf Cheaten Bock habe. Wir schauen mal, was wir finden. Sehr, sehr gut. Mittlerweile sind wir jetzt hier angekommen in so einer kleinen süßen Gasse. Ich filme einmal hier hoch. Okay, jetzt filme ich gerade den RS von den Leuten. Hier, wunderschön. Und wir sind beim Italiener und jetzt wird mal ordentlich gespeist. Mal gucken, was ich mir aussuche. Aus dem Essen wird jetzt doch ein kleines Aperitif, oder wie sagt man? Ich glaube, nach so einem Tag, wenn ich den aus habe, liege ich hier flach im Gang. Aber jetzt gibt es erstmal Bruschetta. Oh ja, ich sage jetzt einfach selber mal, das habe ich mir verdient. Jetzt gibt es richtig geile, fette Pizza. Junge, da habe ich Bock drauf. Ich dachte halt wirklich, yo, krass überteuert, Pizza 17 Euro. Aber man muss wirklich sagen, klar, es ist übertrieben teuer, aber man schmeckt wirklich, dass das richtig, richtig geil ist. Und die wird sich jetzt richtig rein terminiert. Ich hab Bock. Jetzt sind wir hier richtig. Wir starten aber mit einem ruhigen Cocktail rein. Der ist ungefähr so groß wie mein Schädel. Oh Baby, Junge, der Mojito, der geht jetzt richtig rein. Ich weiß nicht, ob irgendwer das Spiel Macke kennt. Ich werde hier absolut zerstört. In einem Wurf über 4000 Punkte. 5000? Alles verloren! Alles verloren! Ja! Darauf wird erstmal gesoffen. Also Leute, ihr wisst ja, trinkt Alkohol verantwortungsbewusst im Koma. Egal, vergesst das. Ich zünd fast mal hin. Ja, der ist hart, ne? Junge, der knallt ja mehr als Silvester. Junge, Junge, Junge. Danach liege ich im Graben. Also, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir sind jetzt auf dem Heimweg, haben
uns das ein oder andere Kaltgetränk genehmigen dürfen nach einem wunderschönen viermonatigen Diätabschluss. Ich hoffe, der Vlog hat euch ein wenig gefallen und konnte euch unterhalten, obwohl eigentlich nicht viel passiert ist. Ich nehme mir vor, da in Zukunft ein bisschen mehr Aktionen zu bringen, aber es war heute halt einfach nicht möglich. Aber das werde ich bestimmt schon nochmal in einem Video gesagt haben. Deswegen haut rein, denkt daran, ein Abo da zu lassen, gefällt mir zu drücken und schreibt gerne irgendwas in die Kommentare, was euch aufgefallen ist oder was ihr loswerden wollt. Und im besten Fall sehen wir uns dann schon nächste oder übernächste Woche, wenn ich wieder aktiv ein Video raushaue. Also, Kuss geht raus, wir sehen uns. Gehen wir jetzt shoppen? Oh yes.